Hallo Jungs und Mädchen, heute nimmt uns die Geschichte da zurück nach Israel, zu einer wahren Geschichte, die uns 2000 Jahre zurücknimmt, als der Herr Jesus auf Erden beschäftigt war mit vielen Menschen, die er hat sie gelehrt. Und eines Tages, er war beschäftigt mit vielen großen Menschenmengen, kam ein Mann, der zu ihm gerannt ist. Und er kam zu dem Herrn Jesus gelaufen und ist vor seine Füße auf die Knie gefallen. Sein Name war Jairus. Er war ein Vorsteher von einer Kirche, von der Synagoge. Und er hat den Jesus gebittet: Bitte, bitte kannst du zu meinem Herr, zu meinem Haus kommen. Meine einzige Tochter stirbt oder ist am Sterben, liegt im Sterben. Das Mädchen war ungefähr 12 Jahre alt. Und der Jesus, so wie freundlich und als er diese Bitte gehört hat, ging er sofort, langsam, aber gleich, hinter Jairus her zu seinem Haus. Aber weißt du, als wie so oft geschehen Dinge, die geschehen, die du dir wünschst, wie es geschehen soll. Und da waren so viele Hindernisse und auch Dinge, die geschehen sind, die wie Hindernisse für den Herrn Jesus waren, dass er nicht schnell genug kommen konnte in sein Haus oder an den Ort, wo Jairus ihn haben wollte. So wie der Herr Jesus mit dem Herrn Jairus, der Vater von dem Mädchen, das im Sterben lag, kamen langsam zum Haus hin von Jairus. Und da waren Menschen von der Synagoge, die sie unterwegs getroffen haben, die auf sie zukamen. Und sie hatten furchtbare Nachricht ihnen gegeben. Sagen, deine Tochter ist gestorben. Der Jesus soll sich nicht mal Mühe machen, noch ins Haus zu kommen, weil sie wäre schon tot. Aber Jesus schaute Jairus an und sagte: Sei nicht ängstlich, besorge dich nicht, weil glaube nur, hat er zu ihm gesagt. Er hat die Menschen ignoriert, als er zum Haus gegangen ist. Die anderen haben ihn ausgelacht, die haben ihn verlacht, die haben gesagt, ach, was weiß der Herr Jesus? Die haben gesagt, die ist gestorben, warum will er überhaupt dahin gehen? Die machten, haben ihn verspottet darüber. Als der Jesus zum Haus kam, hat gesagt, alle Menschen rauszugehen aus dem Zimmer. Und dann hat er nur die Eltern gebeten, in das Haus reinzukommen, wo das Kind gelegen hat. Nur die Eltern sollten mit reinkommen. Und da hat der Herr Jesus gesagt, die Hand genommen von dem Kind. Und so wie die Hand des Kindes gehalten hat von dem Mädchen, er sagt, mein Kind, steh auf. Und sofort kam der Geist zurück zu diesem Kind, zu diesem Mädchen und sie stand auf. Und dann hat der Jesus zu den Eltern gesagt, nun, gebt ihr was zu essen. Ja, sie war hungrig und jetzt war sie krank gewesen für so lange und jetzt musste sie zu Kräfte kommen. Nun, Kinder, ist das nicht eine wunderbare Geschichte und es ist eine wahre Geschichte? Nun, ich will euch erklären,
was ihr von dieser Geschichte lernen könnt. Kannst du wieder dich hinlegen? Habt ihr beobachtet, wie oft musste Herr Jesus zu diesem Mädchen sprechen, um aufzustehen? Ja, du hast recht, nur einmal, mein Kind, steh auf. Und sofort kam der Geist wieder zurück in dieses Kind und sie konnte aufstehen. Nun, der Jesus hat gesagt, mein Kind, nun mach dein Name da rein. Nun, Sipo, Sophie. Oder Sipo, nun Jabulo, nun Zoe. Stell deinen Namen da rein. Nun, ich will dich fragen, wie oft müssen deine Eltern mit dir sprechen, bis dass du hörst? Einmal und dann gehorchst du? Oder zweimal oder dreimal und dann tust du so, als ob du nichts gehört hast? Lern von diesem Kind und schau, wie freundlich der Herr Jesus ihr geholfen hat. Bevor er mit ihr gesprochen hat, hat er ihre Hand genommen. Und das ist, was der Jesus mit dir macht. Erst nimmt er deine Hand. Er nimmt deine Hand und er hilft dir, aufrecht zu sitzen. Hast du je Gottes Hand gefühlt in deinem Leben? Die Hand von Liebe, die dich hält und er hilft dir, um aufzustehen. Vielleicht bist du tot in deinen Sünden, weil die Bibel sagt, der Sold der Sünde ist der Tod. Aber heute streckt der Jesus seine Hand aus zu dir und sagt, komm, komm raus aus deiner Lüge. Vielleicht bist du völlig überflutet von Sünde und Lüge, weil auch immer, was du tust, was du einen Fehler machst, dann verschönerst du es mit einer Lüge oder bedeckst es mit einer Lüge. Sag nicht, es ist zu schwer, um die Wahrheit zu sagen. Der Jesus nimmt dich bei deiner Hand und dann sagt er zu dir, steh auf. Nun steh auf und sag die Wahrheit. Und dann, wenn du gebunden bist in Stehlen und du kannst nicht bei irgendwas vorbeigehen, ohne dass du etwas mitnimmst, lass nicht den Jesus an dir vorbeigehen, wenn er deine Hand jetzt zu dir ausstreckt und sagt, komm, mein Kind, lass jetzt dein Stehlen. Komm, ich helfe dir. Es ist nicht zu schwer. Der Jesus hilft dir. Gehorche ihm nur. Und dann sagt der Herr Jesus zu dem Kind, komm, komm, ess. Er hat zu den Eltern gesagt, komm, gib dem Kind jetzt was zu essen. Weil du brauchst Essen, dass du Kraft bekommst. Und was ist dein Essen? Du liest die Bibel, du betest, du singst schöne Lieder, du hörst zu Gottesdienste, du gehst zur Kirche, du hast Gemeinschaft. Und wie der Jesus die Eltern gefragt hat,
dem Kind zu helfen. Da gibt es Erwachsene, die können dir helfen mit dem, was du brauchst. So, Kinder, ich hoffe, ihr habt realisiert, das ist dein Tag heute mit dem Herrn. Jesus besucht dich heute. Du Kind, setze deinen Namen hinein. Nimm die Hand, ergreife die Hand von Jesus. Steh auf aus deinen Sünden heraus. Auch die Sünde, die du nicht aussprichst, aber die sind in deinem Herzen. Du bist rebellisch in deinem Herzen. Du liebst es nicht, wenn Menschen dir sagen, was du zu tun hast. Und der Junge, immer denkst du an den Junge oder das Mädchen. Du kannst sie nicht vergessen. Heute sagt der Jesus, steh auf. Lass das zurück. Und durch den Gehorsam wirst du Leben haben und Kraft zu überwinden. Du bekommst Essen und du wirst stark werden und da wirst du ein Kind Gottes sein. Weil der Jesus ruft dich und sagt, du bist mein Kind. Nun lasst uns zu unserem himmlischen Vater beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir deine Kinder heißen dürfen. Danke, dass du uns rufst bei unserem Namen. Du machst keinen Unterschied. Du liebst uns alle gleich, jung und alt. Bitte hilf jedem Mädchen, jedem Junge oder wer auch immer wir sind, dass wir dir gehorchen und dass wir dir gehorsam sind und tun, was du uns sagst. Und dass dieser Tag der Tag ist, so wir aufwachen von unserer Sünde und mit dir leben und dir dienen und dich lieb haben und dir gehorchen. Amen. Danke, Senamile, dass du Teil warst von unserem Kids Life und wir sehen dich nächstes Mal wieder.